Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal ein Video für euch, das sehr untypisch für meinen Kanal ist, weil ich ja doch eigentlich keine Monatsfavoritenvideos mehr mache. Ich mache aber zurzeit ein Ruling Project Pen, das über das ganze Jahr läuft, zusammen mit ein paar wundervollen Mädchen. Also ich verlinke euch natürlich, beziehungsweise ihr findet auf meinem Kanal die Ruling Project Pen Videos und es wird jetzt auch in den nächsten Tagen das erste Update geben. Was ich sagen wollte, während ich dieses Ruling Project Pen laufen habe, suche ich mir alle 2 Wochen immer ein neues Produkt so dazu aus, damit ich nicht immer nur dasselbe benutze. Natürlich möchte ich sie leer bekommen, aber ich möchte auch noch meine anderen Sachen benutzen, die nicht schlecht werden lassen. Genau. Und dabei haben sich ein paar Favoriten rauskristallisiert. Und wenn ihr Bock auf ein Monatsfavoritenvideo habt mit Beauty und Lifestyle, bleibt dran! Ich muss euch kurz was erzählen, das hat mich total schockiert. Eigentlich wollte ich in dieses Video ein paar Charlotte Tilbury Produkte mit reinnehmen, habe mich dann aber dagegen entschieden und ich erkläre euch auch kurz warum. Ich bekam nämlich vor einiger Zeit von einer Zuschauerin eine Nachricht, Charlotte Tilbury, tierversuchsfrei ist jetzt nicht so wahr. Und habe dann recherchiert, habe festgestellt, na gut, die hat jetzt tatsächlich angefangen, dass die einige Produkte auch, also dass die Kunden online bestellen und nach China schicken können. Aber es gibt da wohl so eine Grauzone, dass diese Produkte dann nicht an Tieren getestet werden müssen, solange sie nicht im Shop erhältlich sind oder in irgendwelchen Shops physisch zu kaufen sind, sondern wenn man sie nur bestellt. Und dachte, ja, scheiße, habe kein gutes Gefühl dabei, aber bedeutet ja nicht, dass sie nicht tierversuchsfrei sind. Und zack, kam dann gestern eine Nachricht von meiner lieben Freundin Sonja. Hier, Melanie, guck mal, habe ich eben bei Facebook gesehen. Charlotte Tilbury hat bestätigt, dass ab April einige Produkte, nicht einige Produkte, sondern die Charlotte Tilbury Produkte auch in einzelnen Shops bzw. in einigen Shops in China zu kaufen sind. Und das bedeutet, sie sind nicht mehr tierversuchsfrei, was mir das Herz gebrochen hat, weil ich hätte so gerne bei Space NK jetzt noch ein paar Sachen von meiner Beauty Wishlist abgearbeitet. Aber nein, die Sachen, die ich hier habe, werde ich natürlich aufbrauchen, aber ich werde mir, wenn sich das rausstellen sollte, dass das alles stimmt, definitiv keine Charlotte Tilbury Produkte mehr kaufen. Ich habe aber auch so genug Sachen, die ich euch zeigen kann, die für mich besonders sind. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal. Lange Rede für so ein bisschen Intro, ne? Krass. Foundation. Ich habe vor einiger Zeit bei Jenny's Highlights, ihr müsst sie gucken, ganz wunderbare YouTuberin, total authentisch, cool, nicht so dieses typische Schickimicki, Hi-Tai-Tai. Ich finde sie einfach geil, weil sie total authentisch ist und eine coole Frau. Also ich finde die echt super. Auf jeden Fall habe ich bei ihr diese Foundation gesehen. Das ist die Zoeva Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Und genau das ist sie. Sie ist natürlich und luminous. Sie ist ein bisschen deckender als zum Beispiel meine Complexion Rescue von Bare Minerals, die ich heute wieder im Gesicht trage. Da hat man keine mega Deckkraft. Aber mit der auf jeden Fall eine bessere. Was ganz gut ist, weil dann kann ich hier auch mal so ein bisschen meine Pigmentstörungen abdecken. Das finde ich sehr gut. Ich liebe sie. Also ganz toll. Und ich hatte jetzt in meinem Ruling Project Pen die Aqua Luminous von Becca. Die ist leer gegangen, schon nach 2,5, 3 Wochen oder so. Das heißt, ich hatte eine ganze Woche Zeit, die zu benutzen und hatte auch noch eine andere dabei. Und ja, große, große Liebe. Ich freue mich, dass ich sie da habe. Also Jenny, ich glaube nicht, dass sie meine Videos guckt. Aber wenn du siehst, danke für diese tolle Empfehlung. Dann wurde ich auch hier ein bisschen influenced, beziehungsweise nicht wirklich, oder? Ich habe von IT Cosmetics bzw. bei Douglas in einer Bestellung mal so ein Mini-Sachet mit 1 ml Concealer gehabt. Hier sind jetzt 12 ml drin. Und mit diesem 1 ml Concealer habe ich mich 2 Wochen lang schminken können. Also es ist wirklich so, dass es eine sehr, sehr pastige Foundation, ein sehr pastiger Concealer, Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer, das soll schon was heißen. Ihr braucht wirklich nur einen kleinen Tupfer, also einen winzig kleinen Tupfer davon. Ich gebe mir die dann auf den Ringfinger, reibe das so ein bisschen, damit es so ein bisschen die Körperwärme annimmt und noch ein bisschen zarter wird. Und dann tupfe ich mir das hier ein, nur in diesem Bereich. Ich habe ziemlich starke Krähenfüße oder viel netter ausgedrückt Lachfältchen. Und wenn ich mir das da aufbringe, dann crease das da. Aber hier vorne nicht. Hier vorne bin ich nicht so knittrig. Da ist das in Ordnung. Und genau, ich mag den total gerne bei mir. Bei mir trocknet der nicht aus, meine Rötungen sind, wenn ich welche habe in diesem Bereich. Ich habe ihn auch heute wieder drauf und ich denke, man sieht, dass hier alles schick ist. Also hier ist nichts irgendwie komisch verfärbt. Der deckt bombastisch gut ab. Ich habe es auch schon mal auf meine Pigmentstörungen aufgebracht, wenn ich das Gefühl hatte, heute möchte ich nicht, dass man sie sieht, obwohl ich keinen Bock auf eine stark deckende Foundation habe. Fantastisch. Und ja, ich habe mir den nicht gekauft,
sondern eine liebe Freundin, die liebe Alex, die hatte mir ein Pröbchen von ihrer Charlotte Tilbury Foundation zugeschickt, dass ich die mal testen kann, was ich super süß von ihr finde. Das war natürlich alles vor diesem Charlotte Tilbury Drama. Ja, und dann hat sie den dabei gelegt, weil sie sagt, sie hätte immer so ein bisschen Reaktionen in den Augen, die würden ein bisschen jucken oder tränen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, und da ich dieses Phänomen nicht hatte, hat sie mir den mitgeschickt. Ich hatte in der Probe Light Medium und das hier ist Light Natural. Genau. Funktionieren aber beide gleich gut. Fantastisch. Und setten tue ich den mit diesem wundervollen Puder, auch von IT Cosmetics. Genau, IT Cosmetics ist nämlich tierversuchsfrei, falls ihr es nicht wusstet. Die gehören zwar zu einem Mutterkonzern, der Tierversuche unterstützt oder nach China verkauft und dadurch Tierversuche machen muss. Aber IT Cosmetics macht es nicht und deswegen werde ich diese Brand jetzt zukünftig auch ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Die liebe Nadja von Nadjas Nails fragte mich letztens, ob sie mich influenced hätte, ob ich mir das bei ihr abgeschaut hätte, weil sie die Produkte immer zeigt und so begeistert ist. Und natürlich ist sie eine Person davon. Ihr findet Nadja unter dem Kanal Nadjas Nails, auch eine ganz sympathische. Genau, aber den habe ich jetzt schon, oder die IT Cosmetics Produkte habe ich jetzt schon über so eine lange Zeit immer wieder bei verschiedenen Influencern, YouTubern gesehen, dass ich es auch einfach mal testen wollte. Und mein liebstes loses Puder war immer von By Terry das Hyaluronic Powder. Die sind aber nun mal nicht tierversuchsfrei, das heißt, ich musste das austauschen. Und das ist ein guter Ersatz. Das ist zwar nicht so feuchtigkeitsspenden wie das Hyaluronic Powder, das ich wirklich sehr geliebt habe, aber das ist schon auch echt gut. Ich gehe da mit einem sehr fluffigen kleinen Pinsel rein, trage mir das unter den Augen auf und dann ist es gesettet und bei mir creased auch nichts. Ich muss auch nicht nachdrücken, also fantastisch, diese Kombination. Großes, große, große Klasse. Also ich bin ganz, ganz verliebt. Dann habe ich etwas auf den Augen und zwar diese Wimpern. Blinzer, Blinzer. Das sind von Kiss die True Volume Lashes in der Form Ritzy. Genau, ich finde die wirklich gut. Die Bändchen schneide ich ein kleines bisschen zurecht, weil ich das nicht haben kann, wenn es von hinten bis vorne komplett zu ist. Also ich nehme so ein Hairbüschelchen, schneide ich immer von hinten ab, damit nicht die längsten auf meinem Auge sind, sondern dass den längsten Büschel, den trenne ich immer ab und verwende den auch nicht mit dem Lash Glue, der dabei ist. Den finde ich ganz schlecht. Also das ist der schlimmste Lash Glue, mit den ich je getestet habe. Der zieht sich irgendwann zusammen und auch furchtbar. Ich finde ihn wirklich, wirklich gruselig. Aber von Fingers, der ist ganz gut. Der von Duo ist gut. Also es gibt ein paar gute Wimpernkleber. Und die sind wirklich klasse, weil die nicht so unkomfortabel auf den Augen sind. Außerdem sind die Bändchen relativ dünn und invisible. Das heißt, wenn ihr einen ganz leichten Lidstrich zieht und die aufklebt, seht ihr die auch nicht. Natürlich sieht ein Laie, sieht jemand, der sich da ein bisschen mit auskennt, sieht, dass da Lashes drauf sind. Aber ich finde die halt nicht so furchtbar künstlich und deswegen finde ich auch, dass man die den ganzen Tag tragen kann. Ich habe ja mein Wimpernserum abgesetzt von Svenja Wahlberg, weil ich keine Wirkung mehr gesehen habe. Mache jetzt gerade so einen Monat Pause, dann benutze ich das Lash-Serum weiter. Genau, aber für die Zwischenzeit wollte ich halt gerne wieder ein bisschen am Volumen arbeiten und habe wieder festgestellt, wie fantastisch die sind. Dann ein weichzeichnendes Puder, abweichend von dem von Charlotte Tilbury, das ich eigentlich liebe, ist auch von Hourglass dieses wunderbare Ambient Lighting Powder in Diffused Light. Das ist für mich eigentlich so der perfekte Ton. Das ist so ein bisschen, ihr seht es sieht jetzt ein bisschen weiß aus, aber auf der Haut verschmilzt es ganz, ganz toll. Und wenn ihr das in diesem Bereich auftragt, zeichnet es ganz großartig weich, eben genau wie der etwas günstigere Partner, beziehungsweise das etwas günstigere Produkt von Charlotte Tilbury, das ich auch sehr liebe. Also ich werde die Sachen jetzt nicht wegschmeißen, sondern ich werde die aufbrauchen, weil ich kann auch nichts dafür, dass ich die Sachen gekauft habe, in gutem Glauben und Gewissen, dass die Marke eben nicht einfach nur geldgeil ist. Aber ja, deswegen wollte ich euch das jetzt nicht unbedingt zeigen, aber definitiv auch ein großer Favorit, weil ich finde, dass es so unglaublich ergiebig ist. Natürlich teurer, ich glaube 45 Euro oder so, was viel Geld ist für ein Puder. Wie viel ist hier drin? 10 Gramm, ne? Aber es ist auch so unglaublich seidig und wunderbar. Es ist so wunderbar und ja, ich liebe es. Ich liebe es. Dann habe ich vor einiger Zeit von einer lieben Zuschauerin einen Lip Liner zugeschickt bekommen, zusammen mit anderen Produkten. Und zwar ist es von Melt, der Lip Liner in der Farbe Nudist. Und ich finde den einfach so, so, so gut. Der ist mega cremig. Der hat so einen leichten Mauve-Ton. Ich würde sagen, er ist schon recht neutral bis kühl. Aber er ist sehr nah an meiner Lippenfarbe. Nicht ganz natürlich, ne? Aber man kann ihn toll einblenden. Jetzt zeige ich das mal. Seht ihr das?
der wird dann ein bisschen heller. Was ich dann mache, ist, ich mal umrande mir die Lippen, setze dann so ein paar Strichelchen zur Mitte hin, mach den und dann ist das schön miteinander verschmolzen. Und manchmal gehe ich dann nochmal so ein bisschen mit dem Finger drüber, um das Ganze noch ein bisschen auszusoften. Und dann trage ich die Lippen entweder so, weil ich bin 40 Jahre alt, das heißt, die Lippen sind auch nicht mehr so super exakt von der Umrandung, wie sie halt vor 20 Jahren noch waren. Ist leider so, sind so ein bisschen ausgefranst. Und damit kann ich das Ganze wieder so ein bisschen schöner machen. Sieht wieder so ein bisschen schicker aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und der passt auch einfach großartig zu jedem einzelnen Nude-Lippenstift, den ich besitze oder unter meinen Lipglossen von Fenty. Ich finde den richtig, richtig gut und ich bin sehr dankbar für dieses tolle Geschenk, weil auf Melt Lip Liner wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Das Einzige, was mir von Melt im Kopf ist, sind tatsächlich diese Eyeshadow Stacks. Das sind diese, ich glaube, fünf Lidschatten sind das immer so runde übereinander gestapelt. Ja, und da habe ich auch schon viel Gutes von gehört. Aber wie ihr seht, im Moment habe ich gar nicht so viel Bock auf Lidschatten. Ja, aber der ist wirklich richtig gut. Also wenn ihr den mal sehen sollt, sowieso bestellen wollt auf einer Seite, wo es Melt gibt. Oder ihr den mal bei TK Maxx seht, schlagt dazu. Also seitdem ich den habe, immer wenn ich mal bei TK Maxx bin, gucke ich auch, ob ich da was von Melt finde, weil ich es ganz interessant finde. Das letzte Beauty-Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist ein Geschenk, das ich vor einiger Zeit von der lieben Christine bekommen habe. Sie hat mir vor anderthalb Jahren, 2 Jahren, ein wundervolles, sehr, sehr liebes, aufmerksames Paket geschickt. Und das hier ist eine Handrückencreme von der Marke St. Bernard. Habe ich noch nie von gehört, tatsächlich nicht. Und mal ganz davon ab, dass diese Creme einfach unfassbar gut riecht, ist sie unfassbar ergiebig. Es sind 125 Milliliter drin, das ist für eine Handcreme viel. Und ihr seht ja, wie groß der Tiegel ist. Wahnsinn, ne? Und die Creme, die ist so ein bisschen dicker, wie tatsächlich so eine reichhaltige Body Butter. Und ich finde die nicht nur für den Handrücken gut, sondern auch für die Nagelhaut. Ich bin leider ein schlimmer Knibbler. Und je trockener die Nagelhaut ist, umso mehr knibbel ich. Und umso unschöner sehen die Finger aus und umso unlieber möchte ich das irgendjemandem zeigen und schäme mich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich nervös bin, fange ich an zu knibbeln. Ich beiße nicht, aber ich knibble. Genau. Und diese Creme, die macht, dass die Haut einfach schön geschmeidig ist. Da ganz davon ab, dass man seinen Handrücken auch ein bisschen pflegen sollte, ne? Das sind immer so die Stellen, finde ich. Bei so großen, wundervollen Schauspielerinnen, die vielleicht auch keine 30 mehr sind, dann ist das Gesicht wirklich noch on point. Aber die Handrücken sind dann total faltig oder haben extrem starke Pigmentstörungen, Pigmentflecken. Also ganz, ganz wichtig, der Lichtschutzfaktor, der gehört auch auf die Hände, nicht nur ins Gesicht. Vergessen immer viele. Naja, auf jeden Fall fantastisch. Ich finde die richtig, richtig gut. Und liebe Christine, solltest du mein Video schauen. Ich bin dir jetzt, nachdem ich es auch ausgiebig getestet habe, und ihr seht ja, ich benutze das jetzt seit 3 Monaten und wie wenig daraus ist. Unfassbar ergiebig. Und ich liebe es auch für die Füße. Ich hasse mir die Füße mit Fußcreme einzuschmieren. Aber die ist toll. Das waren meine 7 Beauty-Favoriten und jetzt noch ein bisschen Lifestyle. Und zwar etwas, das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe überlegt, nehme ich es mit rein, nehme ich es nicht mit rein. Aber ja, es gibt einen Disclaimer. So, ich zeige euch Nahrungsergänzungsmittel, nicht weil ich mit denen kooperiere. Ach, wie schön wäre das, wenn ich eine Kooperation mit Natural Elements hätte. Die habe ich gefunden über eine liebe, ich glaube über Ela. Oder wir haben sie zufällig beide gekauft und dann drüber gesprochen, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ihr findet sie bei Instagram unter schneeweißchen1981. Genau, und zwar habe ich eine Muskelkrankheit. Bei dieser Muskelkrankheit ist es so, dass die Muskeln öfter krampfen, gerade wenn mir richtig kalt ist oder wenn ich nicht vernünftig ausgeruht bin, zu wenig Magnesium im Körper habe, bei explosiven Bewegungen. Also zum Beispiel, wenn ich mich erschrecke auf dem Fahrrad, wenn ich mich überanstrenge, zum Beispiel im Fitnessstudio habe ich es auch relativ häufig. Und die Muskelbeschwerden sind halt nicht nur in den Armen und in den Beinen, sondern die Klappe, die sich über die Luftröhre legt, wenn ihr trinkt, ist auch Muskel. Und dann wird es wirklich unschön, ne? Dann habe ich schon das ein oder andere Mal, wenn ich dann Hustenanfall kriege, kriege ich gar keine Luft mehr. Also das ist nicht gut. Deswegen supplementiere ich Magnesium, weil ich das im Körper immer ein bisschen zu wenig habe. Ich kann es nicht erklären. Genau, es hilft mir auf jeden Fall. Und Bio-Kurkuma und Ingwer. Die Produkte kommen komplett ohne irgendwelche Rieselhilfen oder irgendwelchen Mist aus. Hier sind keine merkwürdigen
Füllstoffe drin. Also hier ist tatsächlich Trimagnesium-Dicitrat, also es ist definitiv ein Magnesium-Citrat. Pflanzliche Kapselhülle, Hydroxyphylmethylcellulose, ich kann es nicht erklären. Genau, und hier ist Bio-Kurkuma-Pulver, Bio-Ingwer-Pulver, pflanzliche Kapf und eine pflanzliche Kapselhülle, wieder aus demselben Hydro, bla bla bla. Und Bio-Schwarzer Pfeffer ist ja auch noch drin. Genau. Ich glaube, zu Bio-Kurkuma und Ingwer, dass Ingwer gut fürs Immunsystem ist, brauche ich euch nicht zu erzählen. Und was Kurkuma alles kann, ja, belest euch da mal bei Instagram, sag ich schon, bei Google, googelt mal Kurkuma in Verbindung mit dem Körper gegen Entzündungswerte und so weiter. Also schaut da einfach mal nach. Und was für mich diese Kombination auf jeden Fall macht, ist, dass ich besser schlafe. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile hier und dann habe ich es mal wieder genommen, da mal wieder eine Weile nicht. Und ich nehme von beiden jeweils morgens und abends eine Kapsel und ich schlafe besser. Also seit 2 Wochen nehme ich es jetzt wirklich konstant durch und ich bin nicht erst um 3 Uhr nachts müde, sondern kann teilweise auch schon um 11:30, 12 ins Bett. Also es ist für mich schon eine enorme Hilfe, um mich über den Tag zu bringen. Genau, fantastisch, ganz toll. Dann etwas, das ich euch nur sagen kann, und zwar absolute, mega, mega große Liebe. Alle, die meine Vlogs gucken, wissen schon, was jetzt kommt. Serienempfehlung, Buffy. Ja? Ich bin 40 Jahre alt und ich gucke Buffy. Es ist so. Als ich noch jung war und diese Serie lief, das war Ende der 90er Jahre, hatte ich teilweise 3 Jobs und hatte keine Zeit, mir die Sachen anzugucken und habe natürlich immer mal wieder reingeschaut, wenn mal irgendwo eine Wiederholung war, war aber nicht so drin in der Story. Und dann bin ich irgendwann vor einiger Zeit, irgendwann im Dezember war es, glaube ich, bin ich dann mal bei Amazon, wurde es mir angezeigt und dann habe ich mal draufgeklickt und dachte wirklich bei den ersten Folgen, ach du Scheiße, ist das schlecht gemacht. Die Monster sind so schlecht gemacht, dass man über die lachen kann und die niemals gruselig sein können. So witzig, so witzig. Ja, und ich finde es so toll, wie sich die ganze Serie mitzubekommen, wie sich diese ganze Serie weiterentwickelt. Ich finde, Joss Whedon hat das ganz, ganz toll geschrieben. Diese Charaktere haben sich toll entwickelt. Ich bin der allergrößte Spike-Fan und darüber hinaus James Masters. Ich liebe ihn. Ich finde den Mann so toll. Schaut euch den mal bitte an. Der ist 58 Jahre und der ist so hot. Das ist echt der Knaller. Naja, ich auf jeden Fall Team Spike, ne, für alle, die es nicht wissen. Und ja, wenn ihr mal einfach was abends zum Abschalten gucken möchtet, einfach mal so eine Folge, ich glaube, die geht auch eine Dreiviertelstunde, also es dauert auch eine ganze Weile oder eine halbe Stunde, ich glaube eine Dreiviertelstunde, guckt es euch an. Also es hat mir wirklich riesige, oder es bereitet mir riesige Freude und ich bin Gott sei Dank noch nicht am Ende. Und ja, eigentlich müsste ich hinter Angel, Jäger der Finsternis gucken, aber die gibt es halt nicht bei Amazon oder bei Netflix und kaufen werde ich es mir nicht. Genau, aber Buffy, wenn ihr ein Amazon Prime-Konto habt, schaut da unbedingt rein. Ich verlinke es euch mal in die Infobox und auch ansonsten mal ein Angebot für die DVD-Pakete, weil so teuer sind die auch nicht mehr. Die Serie ist ja wirklich urmelalt. Das letzte wäre noch ein Home- und Lifestyle-Produkt und zwar handelt es sich um die... Oh Gott, wartet. Die Lamberger-Duftlampen. Und zwar habt ihr hier die Lampe, das ist der Diffuser und das ist der Brenner. Man zündet die an, wenn ich zum Beispiel Kohl gekocht habe oder halt irgendwas gekocht habe, stark riecht Fisch zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel, dann zünde ich die an, ne? Mit dem Feuerzeug, klar, lass die 3 bis 7 Minuten brennen, je nachdem wie stark die Wohnung riecht. Ich habe halt eine kleine Wohnung, ne? 54 Quadratmeter und ich habe die Tür in der Küche immer auf, weil mir der Raum sonst irgendwie zu klein ist. Das heißt, es riecht dann auch schnell in der ganzen Wohnung. 3 bis 7 Minuten, je nachdem wie stark es riecht. Dann puste ich die aus und setze den Diffuser auf. Warte weitere 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie groß der Raum ist und wie stark der Geruch ist und welchen Duft ich hier drin habe. Und wenn der Raum dann den Duft aus dieser Lampe angenommen hat, dann nehme ich mit einer Grillzange, nicht mit den nackten Fingern, wichtig, weil das Ding ist heiß, nehme ich das Ding ab, setze diesen Deckel auf, weil wenn ihr die Flamme ausgepustet habt nach 3 bis 7 Minuten, arbeitet der Brenner weiter. Erst wenn ihr die Flamme wirklich abgelöscht habt, und das macht ihr halt mit diesem Deckel, ist sie wirklich aus, setzt den Diffuser drauf und stellt die Lampe weg. Mal ganz davon ab, dass diese hier extrem stylisch aussieht, finde ich. Es gibt so viele tolle Designs. Habe ich auch noch diese hier. Die steht eigentlich immer in meiner Küche. Die ist lila, ich habe so ein paar lilane Akzente in meiner Küche, da passt die einfach toll rein.
Und mein absoluter Lieblingsgeruch für die, fürs Badezimmer zum Beispiel ist das Ocean Breeze. Aber ich mag das auch in der Küche gerne. Wobei, noch lieber mag ich den Geruch hier. Das ist Elegant Leather. Ich mag natürlich auch Duftkerzen, aber das hier ist so ein System. Die Flamme selbst verbrennt die starken Geruchspartikel in der Luft. Also verbrennt die richtig, zieht das an. Die Flamme zieht diese Geruchspartikel an, verbrennt sie und der Diffuser verteilt dann hinterher den Duft von diesem, von dieser Flüssigkeit im ganzen Raum. Ich verstehe nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Ich habe es nicht glauben können. Meine Freundin Claudia hat immer davon geschwärmt, aber sie hat absolut recht. Und Elegant Leather ist für mich einfach, das ist so ein schicker Duft. Wenn ihr da so den Riechkolben nach dran haltet, riecht es einfach nur nach Alkohol. Aber gut. Was ich auch ganz gerne mag, die haben natürlich auch blumigere Düfte oder Sachen, die total nach Parfüm riechen, das ist aber nicht so meins. Das hier ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen sehr blumigen Duft, das ist Spicy and Sensual. Das riecht nach Lilien und keine Ahnung, ist jetzt nicht mein liebster Duft, aber ich finde ihn trotzdem ganz schön. Ich würde ihn nicht ins Schlafzimmer stellen, dann würde ich da wahrscheinlich, das wäre mir zu viel, aber in der Küche oder im Wohnzimmer ist das alles schick oder im Bad. Genau, das waren meine 10. Es waren tatsächlich 10 Favoriten aus dem Bereich Beauty und Lifestyle im Monat Januar. Und jetzt würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare haut, was im Januar eure absoluten Favoriten waren. Und kennt ihr Lamberger? Kennt ihr die Natural Elements Supplemente? Findet ihr das doof, wenn ich euch sowas auch zeige? Natürlich bin ich keine Ökotrophologin oder Ernährungsberaterin, die euch sagen kann, das sollt ihr nehmen, das nicht. Also ihr müsst da schon ein bisschen auf euch aufpassen und vielleicht sogar mal beim Arzt so ein Blutbild machen lassen. Alle paar Jahre kann man ja mal ein großes Blutbild machen lassen und nachgucken lassen, fehlt mir vielleicht irgendwas, muss ich irgendwas supplementieren, vielleicht geht es mir dann besser. Ich persönlich werde jetzt künftig noch B12 supplementieren. Wenn ich da mal ein bisschen zu viel nehme, wird es vom Pipi ausgeschieden. Ich gucke natürlich schon, dass ich nicht irgendwas reinhaue, was eigentlich irgendwie sinnlos ist. Das Zink zum Beispiel sollte man ja nicht überdosieren. Ja. Aber ich denke, das brauche ich meinen Zuschauern nicht sagen. Der Durchschnitt meiner Zuschauer ist auf jeden Fall erwachsen. So, und jetzt danke ich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mein 25 Minuten oder so Video anzuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Damit macht ihr mir das Leben sehr viel leichter. Und ansonsten sage ich Tschüssi und bis bald. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.